Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserer absolut letzten Folge von Edna bricht aus. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe euch ja bei der letzten Folge abstimmen lassen, ob ihr für Harvey seid oder für Dr. Marcel. Und tatsächlich habe ich eine Stimme bekommen. Hurra! Wir werden also im Anschluss an dieses Let's Talk sehen, wie sich Edna für Harvey entscheidet. Jo, das noch zu Edna bricht aus. Edna bricht aus ist damit das zweite Let's Play, das ich beendet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie schon gesagt oder wie schon angekündigt, werde ich ab nächster Woche ein weiteres Let's Play im Bereich Rollenspiel bzw. Adventure machen. Also diesmal wird es ein Rollenspiel werden. Ich habe da auch abstimmen lassen. Das war eine etwas längere Diskussion dann zwischen zwei Leuten. Einer davon hat dann für Arcanum abgestimmt, der andere, dem war es wurscht zwischen Arcanum und Fallout, deswegen machen wir halt Arcanum. Hat den Vorteil, ich habe das Spiel schon vor Ewigkeiten einmal angespielt, ich habe es aber nie zu Ende gespielt. Ich habe zwar schon eine Weile gespielt und auch relativ lang, aber ich kann mich eigentlich an kaum etwas erinnern. An einige interessante und lustige Gegebenheiten schon. Das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass die Mechanik in dem Spiel recht nett ist. Eben weil es Steampunk ist, sowohl Technologie als auch Magie einsetzbar ist. Und wahrscheinlich werde ich in der ersten Folge nur einmal das Intro zeigen und auch die Erschaffung des Charakters zeigen. Und ich werde euch dann quasi in diesem ersten Video auch fragen, was wir denn in etwa für einen Charakter erschaffen sollen. Also magisch oder technologisch oder keins von beiden, was man nämlich auch machen kann. Ja, aber das machen wir dann da. Gut, an dieser Stelle möchte ich die 7b und die 7c grüßen lassen. Ich habe mir noch nichts von ihren Tests angeschaut. Ja, die 7b war ja freundlich und hat mir gesagt, dass sie am Montag nicht da sind. Deswegen werden wir das vielleicht sogar lassen übers Wochenende, weil das Wochenende an sich ist ja selbst sehr, sehr voll dieses Mal. Wir oder ihr auch natürlich. Aber ich vor allem habe am Wochenende einiges vor. Samstag, Herrschaften. Also das ist natürlich nicht das Einzige, was ich am Samstag vorhabe, aber das, was euch auch interessieren wird, ist, am Samstag ist der Eurovision Song Contest. Hurra! Wir freuen uns alle. Ja, hoffe ich doch, dass ihr euch alle freut. Aber wenn ihr euch das anschaut und wenn ihr abstimmen solltet, schlage ich jetzt mal vor, stimmt für den Portugiesen ab. Salvador Sobral, der Mann ist echt, echt cool. Der singt so süß, also meine Tochter hat gemeint, er singt wie eine Waldfee. Und der ist einfach bezaubernd, also den müsst ihr euch unbedingt geben. Damit ihr seht, wie der singt und was der so singt, habe ich auch unten den Link zum Video vom Herrn Sobral. Gut, und als letztes, das ist euch hoffentlich auch allen bewusst, am Sonntag ist Muttertag. Ja, und ich hoffe, ihr habt alle eine Mutter noch. Zumindest alle, die mir zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid alle sehr lieb zu eurer Frau Mama. Und macht ihr am besten auch gleich ein Gedicht. Ich kann keine Gedichte, außer einige wenige. Eines habe ich mir von Stermann und Grissemann geklaut. Das ist ziemlich lustig. Hat aber wenig mit Muttertag zu tun. Na, vielleicht aber schon. Weil wir werden eine Wanderung machen am Muttertag. Und vielleicht werden wir dort auch Kühe sehen. Auf jeden Fall, das Gedicht geht folgendermaßen. Mu, mu, hu, hu. Eine Kuh steht auf der Weide, vor der Kuh ein Stückchen Kreide. Ich mal die Kuh mit Kreide an, das ist die Kuh mit Kreide dann. Mu, muhuhu. Gut,
Also, wie schon gesagt, Credits gehen nicht an mich, sondern an die Herren Stermann und Grissemann. Ausgezeichnetes Gedicht. Und jetzt, meine Lieben, möchte ich euch nicht weiter belästigen, sondern es kommt jetzt gleich dahinter, das Ende von Edna bricht aus. Bitte nicht böse sein, das ist wirklich so ein relativ abruptes und relativ einfaches Ende. Ja. Bis dann halt. Ciao. Herrschaften, willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich habe euch letzte Woche entscheiden lassen, ob ihr sehen wollt, dass Harvey Edna beeinflusst oder Dr. Marcel. Ihr habt euch jetzt entschieden und wir werden deswegen auf Harvey hören und den Doktor schubsen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen, denn immerhin ist Harvey nur eine Ausgeburt unserer Fantasie, während Dr. Marcel irgendwie ein richtiger Mensch ist. Auch wenn er irgendwie bösartig und grau wirkt und sein Sohn ein echtes Ekel war. Aber gut, wie ihr wollt, wir hören auf Harvey. Oh, ja, der schaut sehr freundlich aus, dieser Hase. Okay. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Okay. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Okay. Der lebt noch. Das ist tragisch. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Unglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag wurde er bei einem Banküberfall erschossen. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Okay, aber er war gar nicht eingesperrt. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Okay, Herrschaften, wir haben das Spiel Edna bricht aus durchgespielt und ich bin tatsächlich dankbar, dass mir einige Leute gefolgt sind bis hierher. Finde ich toll. Das Ende war sehr abrupt und sehr schnell, aber ich hoffe, dass das Spiel an sich uns doch so sehr begeistert hat. Jan Müller-Michaelis, es ist wohl Spooky. Ja. Also wenn es euch nicht gefallen hat, dann kann ich jetzt auch nichts tun. Ich werde wieder entweder ein Rollenspiel oder ein Adventure anfangen. Ist ein Adventure, was soll schon passieren? Also wie schon gesagt, ich werde in den nächsten Tagen, Wochen ein neues Adventure oder Rollenspiel starten. Ich weiß nur noch nicht genau welches. Es wird auf jeden Fall wieder etwas Älteres sein. Die neueren, ja, weiß ich nicht. Ich meine, Edna bricht aus ist jetzt auch nicht so alt. Ich meine, das ist jetzt 10, 15 Jahre, glaube ich, alt. Auf jeden Fall, ihr werdet das dann schon sehen. Oder sollen wir da auch eine Abstimmung machen? Vielleicht mache ich einen Let's Talk dazu. Mit Abstimmung und allem. Aber dazu muss ich mir zuerst im Klaren werden, was überhaupt in Frage kommt. Ja. Bis dahin. Da war Bobo the Brain. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, bis dann.